Hallo und herzlich willkommen zu Omega Crafter. Ja, dieses Spiel ist heute neu erschienen und ich werde es nicht alleine spielen, weil bei mir ist der... Epi, hallo zusammen. Ja, und es kam jetzt leider keine Einführung, kein Video oder ähnliches. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Spiel beginnen und wir haben keine Daten. Achso, Charakter erstellen, man sollte alles lesen. Kann man hier auch auf weiblich umstellen? Das ist die große Frage. Ich kann nur die Haare umstellen. Du willst wieder nur Brüste haben. Kumpel Grimm. Ach so, den haben wir immer dabei, den Kleinen. Mhm. Oh, das ist ja cool. Und ja, natürlich will ich Brüste haben. Es soll ja realistisch aussehen. Weißt du, wie ich dich nenne? Ganz clever nenne ich dich. So. Mein Haartyp ist keiner von denen, die hier vorhanden sind. Die sehen ja alle schrecklich aus hier. Also die Jungshaarschnitte brauche ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher, was das sein soll. Sieht mir eher nach einem Jungen aus. Und das sieht halt so plump aus vorne. Also ich nehme, Schatz, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, du stehst genauso wenig auf kurze Haare wie ich. Ich muss leider die Haare bis zur Schulter nehmen, weil ich habe ja keine wirkliche Auswahl. So, im Gameplayerin-Style, Gesichtstyp. Kann man sich etwas japanischer einstellen? Die sehen alle sehr männlich aus hier. Das sieht irgendwie so sehr dumm aus. Nehme ich das oder nehme ich das? Ich meine, ja, ich nehme mal das. Das andere sieht mir zu asiatisch aus. Ich mag zwar dieses asiatische Aussehen, aber das passt halt nicht zu meinem Char. Augenfarbe nehme meine. Oh mein Gott, das ist doch kein Braun. Linsenfarbe. Ach, okay. Linienfarbe. Ich kann auch nicht lesen. Du wirst passend zur Gameplayerin gemacht und meine Kopfbedeckung bzw. seine Kopfbedeckung. Na, was glaubst du, was ich genommen habe? Natürlich lila. Ach, Kopfbedeckung. Boah, ein Koch. Das werden Nein. wir jetzt gleich sehen, wenn ich reingehe. Ich hoste natürlich eine Welt. So, Weltname. Oh, man kann wieder nicht so lange schreiben, wie man möchte. Das finde ich immer so blöd in Spielen. Und ich kann auch nicht hinten anfangen. Na doch, jetzt. Ja, ich kann es leider nur Gameplayerins Welt nennen. Ich kann es nicht so nennen, wie ich es eigentlich möchte. Mit Freunden, genau. Ich werde jetzt ein Passwort erstellen, was ihr nicht sehen werdet. Also ich gut finde, dass man die Kisten nicht will. Ich bin drin. Ich sehe hässlich aus, aber ich bin drin. Wo ist der Epi? Ja, du musst mich einladen, sonst kann ich nicht reinkommen. Nein, du sollst einfach joinen mit dem Passwort. Ja, das geht aber nicht. Echt nicht? Nein. Moment, ich muss mal... Ach so, du bist offline. Du bist wieder offline, Dings. Kannst du dich mal bitte online stellen? Der ist wieder nicht angemeldet. Technische Probleme sind vorausgesetzt. 99%. Diving into... Da ist er! Hallo. Da ist er! Hallo! Hallo! Er hat fast die gleiche Frisur wie ich. Nein, meine Schummel, halt keine vernünftigen langen Haare. Du siehst aus wie so ein braves Bübchen. Irgendwie so ein ich wusste, Mädchen. Dass du Doofmundfarben nehmen würdest. Wieso war mir das nur klar? Und wieder die grünen Haare. Das erinnert mich hier an Palworld. Ja, und guck mal, meiner ist auch grün und hat Bob, eine Bob, der Baumeister ist auch dabei. Ja, hallo, Bob. Jetzt den Bob nennen müssen, nicht Buddy. Ja, ich habe gesehen, ich habe vergessen, den Namen zu ändern. Ich wollte ihn ändern, der war vorgegeben. Ich habe nur meinen geändert. Ja, ich habe den sinnigerweise Omega genannt. Passend zu Omega Crafter. Ich lese mal eben mal vor. Hier vor. Ja, Projekt. Kannst du das auch sehen? Ja. Ach, dann haben wir die gleichen Texte. Okay, gut zu wissen. Hallo, ich bin Shannon, die Projektleiterin. Bist du erfolgreich in die Welt von Omega eingetreten? Drücke R, wenn du mich hören kannst. Ich kann sie aber nicht hören, ich kann das nur lesen. Du musst mir helfen, diese Spielwelt zu entwickeln und dabei Bugmonster bekämpfen, die den Fortschritt behindern. Haben die das ernsthaft Bugmonster genannt?
Ich komme mir vor wie in der Beta-Version. Um dich zu unterstützen, habe ich dir einen Grammy zur Verfügung gestellt. Er wird dir bei der Erkundung der Welt und den Kämpfen helfen. Was soll ich mit einem Grammy Award machen? Hole Materialien aus der Transportkapsel. Das hat der Epi, glaube ich, schon gemacht. Der hat mir ja alles geklaut, oder? Nee. Okay. Geht. Achso, hinzufügen. Nee, dann öffnen. Ja, ich kann nicht dran. Es war klar, wenn du da drin bist. Boah, ich kann hier nichts reinmachen, wenn ich hier. Das ist nervig. Öffne die Karte mit M und wirf einen Blick drauf. Ah, da kommt ein Wildschwein! Hilfe! Hau ihn mit dem Ding! Ich hab uns schon mal rohes Fleisch gesammelt, Schatz. Hast du jetzt alles da rausgenommen, ne? Toll. Ja, wir brauchen die Sachen doch. Ja, ich weiß nicht, was drin war. Von daher. Mit M öffnen. Wir sollen wahrscheinlich zu dieser Bazille da oben gehen, oder? Naja, wir sind hier die Bugmonster. Achso, wir haben noch eine Minimap. Guck mal. Eine Minimap. Ich liebe Minimaps in Spielen. Ihr habt schon mal einen Pluspunkt. Warum haust du den Pilz? Ja, ich musste den mit E einsammeln, habe ich dann danach gemerkt. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr einsammeln. Doch. Man kann rollen, man kann ausweichen. Ja, das ist ja wenn gut. Du nach der Anleitung wieder Hilfe benötigst, kannst du sie jederzeit zum Durchdrücken von H erneut anzeigen lassen. Okay. Hs Hilfe, merkt ihr das? Ich merke mir das sowieso nicht. Nur schon mal vorweg gesagt. Ich habe ein Bugfragment gefunden. Wo bist du? Du bist das Gelbe hier, nehme ich an, ne? Ich dachte, wir sollen dahin. Ach nee, da hinten ist die Zielflagge. Wieso läufst du eigentlich die ganze Zeit mit dem Ding in der Hand rum? Weil ich das auf 4 habe, keine Ahnung. Hier müssen wir hin. Ich will mir erstmal was zu kämpfen machen, Leute, wenn ich hier schon Wildschweine töten muss. Herbeirufen mit Gegenstand aus der Schnellauswahl lassen. Ja, aber das sind 2 Spezialgegenstände erforderlich. Moment, das Essen von Nahrung erhöht überwiegend HP und Ausdauer. Du kannst bis zu 3 Sorten von Nahrungsmitteln halten und essen, indem du sie mit der entsprechenden Nummer in der Schnellauswahlliste auswählst. Also die Pilze zum Beispiel. Ja, und welche sind das? Feinde können Gegenstände verbergen, die essentiell für das Herbeirufen von Grammys sind. Ja, wo finde ich denn Feinde? Er kann schwimmen. Das nächstgelegene dieser Gebäude ist auf deiner Karte durch ein gelbes Symbol gekennzeichnet. Das gelbe Symbol ist der Epi. Wir müssen den Epi finden. Nein, ich schwimme jetzt erstmal eine Runde hier durch. Oh, ich glaube, ich sterbe. Nein. Ich wollte gerade noch sagen, ich gehe auch mal schwimmen, aber ich glaube, das habe ich mir jetzt anders überlegt. Nein, du hast keine Ausdauer. Die ist nur 10 Sekunden. Das ist ein Hirsch. Ist der auch unser Gegner? Hirschilein, komm her. Komm her, Hirschilein. Wir sollen euch alle töten, damit wir in der Welt überleben. Aber ich habe hier wirklich so das Gefühl von Minecraft, wenn ich mich bewege. Also die Grafik, die ist... Also ich bin drüber gekommen, aber es war nicht so einfach. Oh, ein Wildschwein! Hallo! Ich habe die auf den Rüssel. Die haben keinen Rüssel, ne? Aber hier ist eine Chest. Mit Pilzen und gewöhnlicher Stein und sammle Fragmente des Grammys herbeizurufen. Ach, da ist das. Willst du die Fragmente bist du denn nicht einfach über die Erde gelaufen zur anderen Seite? Ja, nimm mal die Fragmente mit dir aus der Kiste, wo ich bin. Spitzhacke ist erforderlich. Ich weiß gar nicht mal, warte mal, da oben ist ein gelber Punkt, da müssen wir hin. Das jagt dich gerade. Ein Wolf! Was? Aua. Ein Wildschwein jagt mich. Oh. Ich hab ihn gehauen. Das heißt, jetzt wieder abgenommen, Knochen. Obwohl ich den Wolf getötet habe. Knochen habe ich. Du hast den Wolf getötet. Ich würde niemals einen Wolf töten. Ja, nimm mir das Fragment mit, weil du willst das bestimmt zeigen dann hinterher. Okay, also rechte Maustaste kannst du die einzeln mitnehmen. Und linke hast du dann einmal einen Stapel. Wir müssen zu den gelben Punkten. Zu dem gelben. Ja, hier ist ein Haus. Das ist aber groß. Also ich sag schon mal eins vorweg, ich bin mir noch nicht sicher, was wir jetzt machen werden. Ob wir hier daraus jetzt wirklich ein Let's Play machen oder eher so ein angespielt. Oder ob wir irgendwann sagen, die kotzen uns hier alle total an. Hier sind Wölfe. Hallo, ich komme da nicht hinterher, die laufen dir hinterher. Ich kenne die nicht. Ich kann nicht hauen, weil ich was in der Hand halte. Macht nix, ich mach sie alle platt. Vielleicht sterbe ich auch dabei, aber bin mir nicht sicher. Der weiße Wolf ist schon mal drauf. Ja, der andere, den habe ich schon getötet. Oh, ich glaube, ich sterbe dabei. Macht ihr das mal, Jungs. Wo sehe ich denn mein Leben? Das ist unten links, oder?
Die Pilze sind tot. Ne, du lebst noch, aber ich lebe auch nicht mehr viel. Die Pilze kannst du essen. Also nicht die großen, aber die kleinen. Du hast gerade Pilz gegessen, ja toll. Oh, hier ist noch ein Wolf. Achtung! Oh. Wolfi, komm her, bei Fuß. Du musst den machen. Ich hänge fest. Ja, ich bin halb tot. Du musst den machen. Hallo, Wolfi, bleib mal stehen. Oh. Da Wie brauchen kann wir ich auch hier wieder so ein sein? Spitzhackengeführ, oder? Wo sehe ich mein Leben? Da unten, ne? Huch, die kommen hier Aua. immer wieder raus, oder was? Huch, wollt ihr mich veräppeln? Was können wir denn machen, damit das aufhört? Hilfe! Ach hier. Ach, das muss ich alles einzeln rausnehmen. Oh. Sporen, Knochen, Kalkstein und Siegel des Grünlands. Irgendwas könnte passieren, wenn du es irgendwo platzierst. Okay, das ist ja eine tolle Anleitung. Kann ich das hier platzieren? Kann ich hier einen Knopf drücken, dann kommen die hier nicht mehr raus? Oh, anscheinend nicht. Oh, die Pilze, die sind schlimm. Sieben. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich nicht benutzen. Mist. Die kommen hier aber immer wieder raus. Lass uns mal lieber hier. Da kann man dann. Also, mit der Spitzhacke können wir das vielleicht kaputt machen. Das weiß ich jetzt nicht. Warte Nein, mal, öffne das Baummenü ja. mit B. Herstellung. Und die kommen schon wieder runter. Lass uns mal ein bisschen weiter weggehen hier. Ja, wir müssen jetzt zu dem Spot wieder hin, wo wir gerade waren, oder nicht? Aber es ist immer noch Ja, ich will markiert was hier oben. herstellen, aber der nächste Wolf ist schon wieder im Anmarsch hier. Ist ja schlimm. Und der hat uns gesehen. Wie weit verfolgen die einen? So. So, Lagerung, Verbesserung, Strukturen, Herstellung. Also wir haben ja gar nichts, was wir herstellen können irgendwie. Wenn du auflevelst, erhältst du Punkte, die du Fertigkeiten zuweisen kannst. Öffne die Tafel mit T und verteile die Punkte. Ach, können wir dann was herstellen? Angriff erhöhen? Adlerauge? Inventar erweitern? Mit T. Sprung an. Also, es ist alles nur Schaden, so wie das aussieht. Gremmi-Explosion. Nein, den will ich doch nicht explodieren lassen. Ich sag mal, Angriff erhöhen möchte ich erlernen. Das nächste würden dann 2 Punkte sein. Das können wir dann nicht machen. Okay, das wird mir hier schon wieder zu viel. Also, T ist. Ja, was ist denn das? Fertigkeiten, ne? Bist du noch da? Ja, ich gucke mir auch das gerade an. Ich Ja, so. bin gerade überfordert mit dem Ganzen hier noch. Bestand 11. Aber wieso kann ich dann. Oder hatte ich jetzt nur einen? Ungenutzte Fertig. Ach so, ungenutzte Fertigkeitspunkte einer. Und ich brauche für die Sachen 2. Ausweichen verbessern. Wir haben anscheinend eine Ausweichentaste. Verteidigung erhöhen. Ja, das ist auch nicht. Verteidigung oder Leben erhöhen? Ich würde mal erstmal Leben sagen, oder? Dann mache ich da einen Punkt Brauchen. rein. Was denn? Okay, Aua. gegenseitig können wir uns nicht. Ich habe auch PvP ausgeschaltet. Ich wollte das nur mal testen. Ja, so richtig weiß ich Also jetzt nicht, wo wir jetzt eigentlich hin sollen oder was wir machen sollen. Das mir sagt, ist. da ich so das Baumenü öffnen und hier so eine Statue hinmachen. Das ist wahrscheinlich dann der, aber. Ach so, und baue das Stadt. Ach so, aber dann lass uns das nicht direkt hier bei den Feinden machen, oder? Nee, mach du das mal. Ah, kann man da nicht durchlaufen? Was ist das für ein Quatsch? Das sind nur Sträucher. Da hinten sind auch noch welche. Warte mal, die hole ich mir noch. Brauchen ja was zu essen. Aber wo Die bauen wir Wirkung jetzt von das? Pilz läuft bald aus. Ja, das ist nicht Oh, schlimm. da unten, das sieht irgendwie gefährlich aus, die da stehen. Ja, irgendwie ist hier alles gefährlich, oder? Oh. Die sehen immer so groß aus. Ich glaube, die hauen dich wahrscheinlich direkt um. Ich kann es auch nicht freilegen und da mal eben hingehen, wahrscheinlich, ne? Da links leuchtet irgendwas. Aber wir sollen immer noch zu dem leuchtenden Punkt.
Irgendwas müssen wir da machen. Ja, aber das war doch der gelbe Punkt, wo wir waren. Ja, aber warum ist der immer noch da? Wieder ein Bugfragment. Öffne das Stadtsymbol mit B und baue das... das Baumenü mit B und baue das Stadtsymbol. Ja, die Frage ist jetzt... Das sollen wir aber doch nicht hier in den Gebäude reinbauen, oder? Das wäre ja unlogisch. Oder verschwinden die dann? Das finde ich doof, dass das nicht erklärt ist. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Du bist auf der Seite. Ich komme. Du versuchst hier einen Hirsch zu fangen, oder was? Der ist zu schnell. Da brauche ich einen Bogen, oder was? Ja, nehme ich mal an. Der ist heftig. Hier oben sind auch nochmal Erdbeeren. Nee, Rotbeeren. Hier ist irgendwie eine Seele. Was ist das denn? Das sind diese Backen. Ach nee, das sind die Fragmente. Ja. Hinten ist noch ein Wildschwein. Da hinten ist auch noch mal so ein Fragment. Oder ja, die Frage ist... Oder müssen wir zu dem anderen wieder zurück? Das ist die Frage. Das wird uns ja nicht erklärt. Aber hier ist eigentlich nur die Markierung für den Start, oder nicht? Weil da stand ja, wir sollen... Kann man nicht irgendwo ein Journal sehen? LJ, die typischen Kommandos sind nicht drin. Du kannst H machen für Hilfe. Tafel. Ah ja, stimmt. Willkommen in Omega. Die rote Markierung auf der Karte zeigt den Ort des ersten Bugmonsters. Ach, das du besiegen musst. Ach so, du sollst dich jedoch gründlich vorbereiten. Beginnen wir mit dem Bau einer Stadt. Also die müssen wir nicht... Nee, Moment, das ist die rote Markierung. Da stand aber doch was von der gelben Markierung. Ja, die gelbe Markierung, keine Ahnung. Nichts mehr. Du hast doch gesagt, wir sollen zur gelben Markierung. Ja, die ist ja hier bei dem Haus. Ja, aber da kommen ja doch die ganze Zeit Monster raus. Deswegen verstehe ich nicht. Also müssen wir uns, im Grunde genommen müssen wir uns einen Bauplatz aussuchen, oder? Wo wir das bauen. Ja, so verstehe ich das zumindest. Aber es sollte jetzt nicht unbedingt hier direkt bei den Gegnern sein, ne? Warum? Du denn jetzt, wenn die doch nur ein Stück aus dem Haus rausgehen, ist das eigentlich egal, ne? Ja, die Frage ist, wo gehen die raus? Aber das Problem ist auch, brauchen wir da eine glatte Ebene für? Oder ist das, weil das ist ja eigentlich überall hier hügelig, oder? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, das sieht mir so sehr hügelig, obwohl da hinten ist es ein bisschen flacher. Also da mehr Richtung Strand drüber, da ist es ein bisschen flacher. Okay, Steuerung ist Rollen. Mit Alt hast du eine Übersicht über Menüs. Tafel, Stadtkarte. Was ist eine Tafel? Achso, das ist hier dieses Hilfemenü. Also, Alt. Problem ist, wir bauen Holz. Ja, ich habe ganz viel Holz, aber das Problem ist, was müssen wir jetzt genau machen? Nee, Axt ist erforderlich. Ja, und das ist das Problem. Ich verstehe es nicht. Ich kann ja nichts bauen. Also ich kann erst bauen. Also Holz habe ich genug drin. Nur wir müssen uns halt eben entscheiden, wo wir jetzt wirklich hinbauen. Wie gesagt, da in der Richtung geradeaus da hinten, das sieht mir so aus, als ob. Ach, da ist schon wieder so ein mit vielen Gegnern oder was. Nee, ist das hier alle paar Meter oder? Ja, deshalb musst du jetzt irgendwie einen Platz aussuchen. Ach, da ist sogar einer hier draußen. Ich glaube, es ist ziemlich egal, wo wir hingehen. Ich glaube, das ist überall so hügelig. Ja. Kann man das kaputt mit der Spitzaxt vielleicht, ne? Ah, das ist ein Spawnpunkt. Da kannst du... Scheint zerstörbar zu sein. Eine kluge Taktik wäre vielleicht, diese Punkte zuerst auszuschalten, um den Gegnerstrom zu unterbrechen. Ja. Und wie mache ich das? Ja, wahrscheinlich brauchst du dafür schon eine Spitzhacke oder irgendwas. Also von der Erklärung her, sag ich mal, 6 Sätzen. Jetzt aktuell. Weil ich überhaupt gar nicht weiß, was wir jetzt machen sollen oder wo oder wie. Sollen wir jetzt hier einfach unser Lager aufschlagen, wo wir jetzt sind? Du bist auch schon wieder weg. Ach, da bist du. Probier mal. Mach mal, aber ich könnte es noch nicht bauen. Ich habe nicht genug Holz. Huch. Also wir könnten, soll ich das mal hier hinstellen? Oder wohin? Oder auf dem Berg irgendwie. So? Ja, stellst du da hin. Kann man auch nicht drehen. Ja, doch, kann man ein bisschen drehen, aber... Diese Markierte wird dadurch nicht gedreht.
Na gut, machen wir's. Ah, jetzt kannst du eine Werkbank hinbauen. Dafür brauchen wir Backfragmente. Für verschiedene Stadtkrimis. Hallöchen! Das ist unser neuer Sklave. Der arbeitet in unserer Stadt. Diese Inschrift stammt von einem früheren Entwickler. Nutzen wir die Erfahrung unserer Vorgänger, um die Entwicklung voranzutreiben. Gratuliere, du hast den ersten Grundstein deiner Stadt gelegt. Städte werden als Symbole auf der Karte angezeigt. Alle Einrichtungen im Baumenü können innerhalb der Stadtgrenzen platziert werden. Lasst uns zuerst eine Werkbank bauen. Ja, würde ich gerne, ja? Habe ich schon hingebaut, hier. Oh, du bist so ein Arsch. Wer hast das denn gemacht? Ja. Aus dem total schief. Die ist, ja, hier ist das ganze Ding schief hier. Nee, so läuft man. Das ist gerade und du stellst die voll schief hier hin. Ich wollte kein Material hinzufügen. Ich wollte was bauen. Herstellungsmenü. Ah. Okay. Aber wir brauchen auch Steine. Ja, toll, aber wie sollen wir an Steine kommen, wenn wir für die Steine eine Spitzhacke brauchen? Wir brauchen erstmal eine Axt. Nee, eine Spitzhacke wäre wichtiger. Nein. Doch, weil wir da Steine mitbekommen, die wir für alle anderen Werkzeuge und Dinger brauchen. Ist ja logisch, dass du dann erstmal die Steinhacke baust. Nee, weil du brauchst viel mehr Holz. Das ist das Problem. Wir haben aber keinen einzigen Stein. Warte mal eben. Doch, ich habe Steine. Die lagen hier überall rum. Ich habe sogar 7 Steine. Aber wo, wie kann ich das rausnehmen? F. Wie kann ich das rausnehmen? Die Frage ist, wie kann ich das überhaupt auswählen? Ich kann hier nichts anklicken. Ah, ich hab's jetzt. Materialien sammeln funktioniert nicht. Wenn ich auf Steinhacke gehe, dann ist das Ganze zwar markiert, aber mehr auch nicht. Achso, wenn ich rausgehe, zeigt ihr mir aber die Steinhacke an. Ja. Steine kann ich natürlich jetzt nicht kriegen, weil die kriegen wir ja so nicht. Licht können wir auch keins anmachen. Das ist natürlich ziemlich blöde, so im Dunkeln zu spielen. Ich sehe überhaupt nichts. Oder? Moment, alt? Nein, was ist... Nee, das ist nur das Funken. Nicht an, ob er diese... Also... Baumenü, Einrichtung, neu positionieren. Ich kann keinen Baum... Ich habe eine Axt, aber ich kann keinen Baum hacken, keine Ahnung. Damit könnte ich die jetzt kontrollieren. G ist mein Grammy. Der mir irgendwas Englisches erzählt. Worum geht's denn da? Steine sammeln. Suche Stein und heb ihn auf. Ja, super, hier gibt's aber keinen losen Stein. Doch, ich habe 5 Stück auf dem Weg alleine aufgehoben. Hier gibt's Steine, aber hier... Ich guck gerade ja schon wieder. Ja, ich brauch... Was brauche ich denn? Aber ich soll einen Baum fällen. Ich hab eine Axt und einen Baum... Lässt sie nicht fällen. Hä, mein ganzes Holz ist weg. Ach so, nee, ich hab das hier. Oh, ich dachte gerade schon. Aua! Ich höre hier irgendwas. Anfangs Grünland. Oh, die Anzahl der Gegner hat sich jetzt vermehrt. Ja, also was ich sehr doof finde, dass ich nichts sehen kann, weil es ist stockdunkel. Logischerweise sehe ich dann noch nicht mal, falls hier vielleicht mal irgendwo auf 1 Kilometer mal ein Stein. Ach Mann! Boah, die Gegner sehe ich auch nicht mehr. Sehe ich gerade. Außer die mit den leuchtenden Augen. Aber der Wolf ist ein bisschen. Also den könnte ich zwar, aber warum sollte ich den machen, ne? Ja, der hat mich gerade angegriffen. Ich habe jetzt erstmal Holz gehackt. Der saß wirklich da. Also Steine kann man auch nicht am Strand kriegen. Diese riesen Dinger, die kannst du mitnehmen. Wollen die mich veräppeln? Aber die ein bisschen größer sind. Dafür brauchst du eine Steinhacke für. Alter. Erschreck mich nicht so. Ah, dann habe ich jetzt genau so viel, dass ich die Spitzhacke benutzen kann. Sehr gut. Dann machen wir uns erstmal eine.
Was ich blöd finde, du siehst nicht einen Fortschritt, wie lange du hacken musst und irgendwie, das finde ich nicht gut. Keine Ahnung. Alles rein. Herstellung starten. Oder überhaupt, ob Produkt du den triffst. Nehmen. Okay. E. So, jetzt ist die Frage, irgendwo sind doch hier Steine gewesen. Also so Felsen. Kann man die Dinger auch abbauen? Die sind zu groß. Oh ja, oder? Nee. Nee, der macht da Schaden dran, aber der scheint nicht kaputt zu gehen dadurch. Ah doch. Ah. 5 Steine hat das gegeben. Okay. Oh, wieso kommt der jetzt, während ich hier dran bin? Aber wenn ich da oben stehe und den angucke, kommt der nicht. Was soll denn das? Wieso macht der Omega nichts? Der soll mich verteidigen. Jetzt endlich. Jetzt schießt er den mal an. Kommt ein bisschen spät. Ich wollte eigentlich nur 2-mal noch draufhauen. Geht gar nicht. So. Ja, ist das schön, aber. Ich brauch 3 Holz. Du hast doch Holz gehackt, hast du gesagt. Ja, ich soll gerade irgendwas mit dem Buddy machen. Was? Drücke die Ladetaste für das. So, Tafel öffnen, um Fertigkeit zu erlernen. Das war jetzt aber nicht das, was du jetzt gerade hier. Hä? Ach so, weil das da auf das andere eingestellt ist. Ich habe aber doch nur einen. Ich habe meinem Buddy ein Programm reingeschoben, dass er jetzt praktisch Holz farmt für uns. Der macht schon Holz. Guck Warte mal, ich hab genug. Ich darf es aber nicht hinzufügen. Wieso darf ich es nicht hinzufügen? Hä, geht das nur, wenn ich das unten im Menü drin hab? Jetzt. Ah, jetzt. Moment, Herstellung starten. Nehmen. Okay, ich habe jetzt auch eine Axt. Kann man die eigentlich nicht stapeln? Doch. Wieso liegen die denn so einzeln immer da drin rum? Ich habe keine Ahnung. Soll ich dir jetzt auch noch was machen? Also ich habe genug Steine jetzt hier drin. Da könnte ich dann sonst auch was füllen, wenn du da was machst. Spitzhacke oder so. Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich hatte gerade eine Unterbrechung hier. Bin wieder da. Aber ich verstehe, ich habe das Punkt. Ich habe jetzt den Buddy im Programm. Was haust du da auf die Werkbank ein? Machst du die ja kaputt? Nö. Ich habe mir nur gerade jetzt ein Schwert gemacht. Sie hat sich ein Schwert gemacht. Ja. Wer nicht reagiert, der kriegt auch keine Sachen. Ich habe jetzt mehrfach gefragt. Ich brauche Kalkstein. Kalkstein bei euch 2. Hast du noch 2? Das sind normale Steine hier unten. Nee, das waren die letzten. Aber ich weiß nicht, kann sein, dass ich die bekomme, indem ich, Boah, jetzt ist da unten auch noch ein Pilz. Kann man diese blöde Nacht nicht überspringen, ey? Ich sehe hier überhaupt nichts. Da ist ein Stein. Also eigentlich kannst du überall die Nacht überspringen. Ich weiß nur nicht, können wir uns Betten machen mit dem Ding? Also mit der Bank? Wieso? Also die Pilze liefern diesen Kalkstein. Sicher? Ja. Weil du den noch nicht also durch hier ist. Die. Ne, der hat jetzt nur. Ja, ich kann jetzt ein Schwert machen. Also so nach einer halben Stunde muss ich aber ganz ehrlich schon mal so ein kleines Fazit bringen. Es macht momentan noch
ja, weil es neu ist, weil man noch viel zu entdecken hat, schon noch Spaß, aber es ist sehr, sehr unübersichtlich. Also Pirate beispielsweise, wir sind da reingegangen, wir haben uns direkt in alles verliebt, was uns entgegengekommen ist. Ich denke mal, vergleichst du das jetzt damit? Das würdest du jetzt genauso sehen. Ja, weil das jetzt als letztes rausgekommen ist. Oder hier, wie heißt es? Lightyear Frontier. Das ist ja auch, also du jetzt nicht so, aber ich bin reingekommen und habe erstmal gedacht, boah, die Möglichkeiten und das ist alles gar nicht so schlecht und das sieht echt toll aus, so von der Grafik her und so. Aber hier muss ich mich erstmal reinfuchsen. Bin ich ganz ehrlich. Das kann sein, dass es natürlich nach einer Weile richtig viel Spaß macht. Wie kann ich denn jetzt nochmal den... Achso, mit G. Wenn Play-Button es pusht. Ach, ich hätte Play-Button drücken müssen. Oh, ernsthaft? Sonst hätte ich das schon lange gehabt mit dem... Warte mal, Erz abbauen. Okay, der soll mir Erze abbauen, weil ich weiß nämlich nicht, wo Erze sind. Jetzt kann ich aber wenigstens wieder ein bisschen was sehen. Das ist gut. Warte mal eben mit der Werkbank gucken. Nein, gucken wir mal eben. Das sind aber nur die Sachen, die du dann am Körper trägst. Ja, das ist ja doof. Also ich bin gerade gestorben, wollte ich nur sagen. Für mich erstmal zweitrangig hier. Leuchtring. Wenn ausgerüstet, leuchtet die Umgebung. Oh, das... müssen zuerst die Materialien gesammelt werden, die ich in der Hand habe, ja. Aber ich kann es trotzdem nicht machen. Wieso kann ich es trotzdem nicht machen? Hä? Ich kann gar nichts anderes aussuchen. Liegt es da dran? Oh, wenn du stirbst, dann landest du wieder am Anfang. Du musst jetzt erstmal zu dir laufen. Wieso kann ich jetzt den Ring nicht aussuchen? Auswählen. Hier steht, um das Rezept zu enden. Wie zu ändern. Achso, von dem Schwert, was ich eben gemacht habe. Müssen zuerst die Materialien gesammelt werden. Ja, was soll der Quatsch? Ich habe doch alle Materialien. Wieso kann ich das nicht auswählen? Ich verstehe es nicht. Herstellungsmenü öffnen. Materialien einsammeln. Ja gut, wir haben ja keine Materialien. Kann ich trotzdem. Ich verstehe es gerade nicht. Ach, jetzt kann ich das... Hä? Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn mit dem Ding machen? Ausrüstungsart, Accessoire. Ach so, da. Ah, okay. Da sind auch Pfeile übrigens abgebildet. Nee, falsch rum. Kugel, die rollt. Was habe ich von einer Kugel, die rollt? Keine Ahnung. Da brauche ich Rinde. Rinde kriege ich vermutlich. Kriege ich das mit der Spitzhacke? Hast du Rinde? Nee. Ist das so ein Nebenprodukt tot, oder? Da müsste ich mal. Mir nicht zu. Mal gucken, ob man das mit der Spitzhacke machen kann. Warte mal. Nee, da steht nur okay. Axt ist erforderlich. Ja, wieso kann ich die nicht mehr aufheben? Holzbaumsamen. Aber wenn ich das mit der Spitzhacke nicht machen kann und das so nicht als Nebenprodukt kommt, wo soll ich denn Rinde herbekommen? Mal dahin vor. Ja, ne? Kriege ich auch nichts. Omega, was ist los mit dir? Kriegst du es heute nochmal zu Ende? Anscheinend gehen die auch nicht kaputt.
Das Suchziel nicht gefunden. Oder warte mal, oder kriegen wir? Aber das ist doch auch nur ein Baum. Würde mich jetzt wundern. So, die anderen, ich hab mal geguckt, die haben das auf einer geraden Fläche gebaut. Keine Ahnung, wo sie die gefunden haben. Da ist das halt nicht so schief und krumm wie bei uns jetzt. Also das ist irgendwie komisch. Ja, aber auch, dass ich keine Rinde finde. Also die Spitzhacke will er nicht am Baum benutzen. Da sagt er mal, ich brauche eine Axt für. Und wenn ich die Axt benutze, das ist jetzt der fünfte Baum oder so, kommt nicht einmal als Nebenprodukt die Rinde. Also entweder muss man das komplett von was anderem oder wir müssen es herstellen. Aber das ist auch irgendwie unlogisch. Wieso leuchtet das? Ach so, das sind die Sachen. Ach, der macht das kaputt, aber der sammelt das nicht ein oder was? Oh. Aua. Steht da auch noch ein Wolf bei. Ist blöd, dass man nicht sehen kann, wie stark die sind. Aber die bewachen diesen leuchtenden, dieses leuchtende Ding da. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe die Quest gemacht. Welche Quest? Ich habe noch keine. Ach so, ja, weil ich die Werkbank bauen muss. Ja, geil. Weil du mir das alles wegmachst. Ach. Das ist doch scheiße. Ich habe doch gerade das Material hinzugefügt. Was soll das? Achso, die ist schon gebaut. Erstelle eine Axt. Ja, habe ich ja nur schon gemacht. Och, was ist das für ein Mist. Kann man das nicht einfach nur, wenn man das schon gemacht hat, dann abziehen? Ja, das ist wirklich dämlich gemacht. Weißt du, jeder, der sich halbwegs mit sowas auskennt, jetzt muss ich alles nochmal neu sammeln. Beziehungsweise, ja gut, die Sachen habe ich jetzt gesammelt, ne? Aber kann ich die jetzt wegwerfen, die Axt wahrscheinlich? Weil ich brauche keine zweite. Lass uns Bäume. Das habe ich ja schon alles gemacht. Nimmt er natürlich auch nicht an. Ich darf jetzt wieder einen Baum fällen. Oh. Also das muss wirklich nicht sein, ganz ehrlich. Das haben sie auch in den zwei letzten Let's Plays, die wir gemacht haben. Also, na gut, wir machen ja alles kreuz und quer. Aber da haben sie das schön gemacht. Alles, was du schon gemacht hast, was eigentlich zum Tutorial gehörte, das haben sie direkt verwertet, dass du das hast. Weißt du, musstest du dann nicht doppelt und dreifach alles machen? Hallo, ich habe gerade einen Baum gefällt. Öffne den Programmiereditor. Wieso denn jetzt schon wieder? Weil er da von denen das Baumfällen machen lassen soll. Ja, der ist im Moment auf was ganz anderes eingestellt. Ich will nicht, dass der Bäume fällt. Was soll der Quatsch? Aber sowas nervt mich. Da bin ich ganz ehrlich, sowas nervt mich. Das habe ich auch. Kennst du diese Handyspiele, wo du erstmal 10 Minuten sinnlos diesen Scheiß drücken musst, den sie dir vorgeben, obwohl du schon längst im Spiel eigentlich hättest sein können? Weißt du, was ich meine? Die gehen mir auch richtig auf die Nerven. Wenn ich sowas habe, die meistens mache ich das so, dass ich die direkt wieder deinstalliere, weil mir das so auf die Nerven geht. Sammle 30 Holzstücke, ja, da war ich ja schon lange drüber, aber so, darf ich dich jetzt wieder so einstellen, wie du eingestellt sein solltest? Das wäre super. Brauch 5? Ach du Scheiße. So. Ja, 30 Holzstücke hatte ich ja schon. Dann sammeln wir sie nochmal neu. Fehlen jetzt noch 3. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass das Tutorial weitergeht, da du das ja jetzt gemacht hast. Ich habe gedacht, ja, wir haben eine Werkbank. Wir benutzen die Werkbank. Weißt du, wie man das ja normalerweise macht? Baue 2 Einzeltypbehälter aus dem Baumenü. Was soll das denn wieder sein? So, kann man die irgendwie abreißen? Nee, abreißen kann man die natürlich auch wieder nicht. Super. 2 Einzeltypbehälter. Verarbeitungswerkbank. Wo kriege ich das her? Ich kann eine Truhe machen, aber
Was zur Hölle ist ein Einzeltypbehälter? Ja, steht doch dabei. Nee, eben nicht. Doch. Geh mal ins Baumenü. Baue zwei Einzeltypbehälter aus dem Baumenü. Ich bin im Baumenü, hab mir jetzt schon keine Ahnung, was alles durchgeguckt. Ja. Kochtopf, Verarbeitungsbank, Werkbank, dann gibt's Kacheln. Dann gibt's was, was ich eben nicht hatte. Hä? Okay. Auf dem, wenn du ins Baumenü gehst, Unterlagerung ist das. Das ist der erste Behälter, Einzeltypbehälter. Boah, wieso kann ich nicht da bauen, wo ich möchte? Ich bin doch hier auf dem. So. Mach du mal da mal das Ding rein, die brauchen wir ja eh nicht. Ja, die anderen Sachen weiß ich jetzt natürlich nicht. Die Knochen, denke ich mir mal, brauchen wir erstmal. Ach, da kannst du nur von einem Typ was rein. Du, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, geil, du kannst jetzt hier 24 extra reintun. Geil. Oh. Lege Holz in einen Einzeltypbehälter. Wähle dann das Stadtsymbol mit dem Cursor aus. Benutze Backfragmente, um einen. Hä? Also ich soll auf jeden Fall Holz reinlegen. Dann kann ich das so später wieder rausholen. So. Wähle dann das Stadtsymbol mit dem Cursor aus und benutze Back... Achso, hiermit. Benutze Backfragmente, um einen Grammy herbeizurufen. Ja gut, das haben wir ja auch schon gemacht. Nehme ich noch einen zweiten Grammy. Lege Holz in einen... Das haben wir doch schon. Du kannst den Programmeditor eines Grammys öffnen, indem du ihn mit dem Cursor auswählst. Ach so, deswegen stehen die hier nur dumm rum. Anscheinend kann ich okay. Das nicht alles nicht machen, weil das deins ist. Ich muss einen eigenen machen. Hm. Landwirtschaft geht? Ne, das ist doch dämlich. Wir sind doch... Oder kann man da irgendwo eine Gruppe anlegen oder sowas? Keine Ahnung. Herz abbauen. Ja, wir haben keine Mine. Hä? Oh, die sind ja für nichts zu gebrauchen hier. Och, mach doch mal das Ding weg, damit ich hier mal lesen kann. Dann nehmen wir transportieren, keine Ahnung. Quellbehälter. Weiß ich nicht. Ich habe auch keine Backfolge. Ich weiß es, ich kann bei dem nichts einstellen. Die sind sinnlos gerade. deine Stadt wächst. Gebäude können mit X demontiert werden. Ah, okay. X. Oh. X. Entfernen. Ah, sehr schön. Dankeschön. Endlich wissen wir das schon mal. Also, X entfernen. Sehr gut zu wissen. Müssen wir uns merken. Mit V verschieben. V verschieben. Das ist bestimmt auch nicht unwichtig. Platziere Gegenstände geschickt, damit sich Grammys problemlos bewegen können. Grammys können ebenfalls auf die gleiche Weise bewegt werden. Ja, die können sich problemlos bewegen, die haben doch keinen Bock zu arbeiten gerade. Wähle herstellen. Ein Material und... Herstellen ein Material und lade das Programm. Wo soll ich denn was herstellen? Das ist anscheinend sortieren. Man hat hier auch kein... Das sind wieder die Fertigkeiten. Man hat auch kein richtiges Menü, ne? Achso, das ist wieder G. R haben wir nicht. Ah ne, V war ja verschieben. C war das. X, ja, das ist klar. Y. Menü, Tastenbelegung. Ja. Wie hat man nochmal das andere aufgemacht hier, dieses... wo die Fähigkeiten einstellen konntest. T meinst du wahrscheinlich? Ach, mit T. Den Punkten? Nee. Nee, das ist aber... Ach doch, da. Ja. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, was ich tun soll. Was heißt, wähle herstellen, ein Material und lade das Programm? Welches Programm? Du musst auf G gehen, auf deinen Grammy, dann hast du links hast du Programm Baumfällen. Das kannst du mit Load einladen und dann sagst du einfach nur starten. Dann fällt der ein Baum, wenn du zu Bäumen hingehst,
Wählt der auch einen aus und fällt Bäume? Ja, aber das ist mein Grammy. Der soll ja Steine machen, so wie ich ihm das gesagt habe. Also ja, Erze. Gut, dann hast du es jetzt anders gemacht. Aber das ist das Tutorial eben. Nee, das mit Baumfällen, das war ja vorhin. Aber hier steht immer noch, wähle, herstellen, ein Material und lade das Programm. Was soll ich herstellen und wo? Das weiß ich nicht. Und wieso können wir hier plötzlich 720 Holz reinmachen? War das standardmäßig? Und was ist das hier für ein Ding? Verarbeitungswerkbank. Bis da komme ich gar nicht hier in ein Tutorial. Ich habe absolut keine Ahnung gerade. Ich meine, es ist Early Access, das ist ja auch alles okay, aber ich finde, ja, also es hat ja schon damit angefangen, dass man halt nicht das Spiel spielen konnte, sondern gezwungen wurde, alle Schritte nochmal zu wiederholen, die man die halbe Stunde davor gemacht hat. Und dadurch ist natürlich jetzt das Problem, dass irgendwas hier anscheinend, ich weiß nicht, ob es verbuggt ist oder ob irgendwas hängen geblieben ist, wo ich was nicht mitbekommen habe. Weil irgendwann war ich genervt, dann habe ich die unteren Dinger zugemacht, wenn ich das beendet hatte, weil das dann immer noch da stand. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt gerade mal mit dem rum, aber ich muss mal in diese der Häuser findet irgendwie gehen, keine Steine, obwohl die überall rum sind. Ja, ich brauche Bugfragmente. Die kriegst du ja anscheinend nur, wenn du gegen die kämpfst oder ja, was. Ja, aber oder? Diese weißen Punkte halt, ne? Achso, hä? Diese weißen Punkte? So. Jetzt ist der hier am Arbeiten, aber damit kann das ja nicht zusammen. Das kann ja nicht mit dem Grammy zusammenhängen. Ich sollte das Ding ja herstellen, diese Box. Und danach stand das dann mit dem Herstellen ein Material, aber soll ich irgendwas herstellen, was nur ein Material braucht? Ich verstehe es wirklich nicht. Gibt es hier irgendwas, was nur ein Material braucht? Nö. Rinde kriege ich ja nicht von denen. Also diesen komischen Dings, Kristall konnte man wegmachen, dafür kriegst du Backkristalle in den Häusern. Es ist schon etwas lästig hier, das Ding. Wo habe ich das denn jetzt hier? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besser aussehe. Vorher sah es irgendwie schöner aus. Aber gut, es wird wohl verbessert dann sein. Du siehst gerade keine Wildschweine zufälligerweise, oder? Warum? Nee. Weil ich die brauche. Für was? Um was herzustellen. Die müssten ja dann irgendwo theoretisch auf einer Wiese rumlaufen, oder nicht? Das ist auf dem Hinweg nach hier. Da rennt dich alles und jeder an. Wenn du dann aber mal was brauchst, dann findest du es nicht. Da hinten ist ein Wolf. Also ich denke, wenn ich es richtig gesehen habe, dass diese komischen Pilze nachts irgendwie spawnen. Wildschweine, wo seid ihr? Boah, ich brauche keine Backfragmente, ich brauche Wildschweine. Komplett ausgestorben, jetzt kommt hier ein Wolf. Ich will kein Wolf, ich will ein Wildschwein. Schick doch mal deine Kumpels, aber nicht die Wolfskumpels, sondern die Wildschweine.
Ist doch nicht dein Ernst. Ich habe ein Wildschwein gefunden. Komm her. Komm zu Mama. Ja, komm. Der ist One-Hit mit dem Schwert. Das ist cool. Aber ich habe nur eine Wildschweinhaut. Oh nein, ich brauche noch ein zweites. Da hinten ist eins. Komme ich da hin? Oder muss der kilometerweit erstmal hinter dir... Also zurückliegen hier? Was ist das denn? Oh oh. Das ist wieder so ein Endgegner hier. So, wenn ich eh schon mal hier bin, dann kann ich auch den dritten holen. Ist die Karte, die ich freigeschaltet habe, eigentlich auch für dich frei? Wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Hier ist noch Holz. Ei. Wenn ich jetzt noch wieder nach Hause finde. Oder nur die Ausdauer habe, um nach Hause zu kommen. Oh, lauf, komm. Wieso stehen da eigentlich immer Fragezeichen, wenn wir sowieso wissen, was da drin ist? Es ist immer das Gleiche drin. Omega? Okay, Omega ist noch da. Ich weiß gar nicht, ob die sterben können. Willst du aber auch ehrlich gesagt nicht herausfinden. Hab's nicht, keine Ahnung, funktioniert nicht. Er sagt hier, ich soll das so auswählen, aber es geht nicht. Keine Ahnung. Nehmen. Ach, das gehört zusammen, okay. Die sah vorher viel schöner aus. Hallo Buddy, warum stehst du hier draußen? Oh, ja, das können wir mal ausprobieren, ob wir das hier eventuell... Die Frage ist nur, wie lange soll ich hier drauf? Ich habe jetzt das erste Mal einen dazu gebracht, diese Bank automatisch zu benutzen. Aha. Diese Bank? Was versuchst du da? Das ja, ich versuche das probiert. Ding kaputt zu machen, aber das wie lange muss man nicht. Darauf einhauen? Keine Ahnung. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ja. So, mir ist es weg. Okay. Also es dauert echt, ich habe jetzt bestimmt 2 Minuten oder so hier drauf gemacht. Also das finde ich auch blöd, dass du keinen Balken hast, wo siehst, dass das überhaupt was passiert, auch beim Bäumefällen. Du siehst überhaupt nichts. Buddy, wieso hast du einen Bogen in der Hand? Ich soll einen Bogen erstellen. Nee, er hat einen Bogen in der Hand. Meiner hat ein Schwert. Ja, ich weiß nicht, ich erstelle einen Bogen an der Werkbank, soll ich jetzt machen hier. Ich soll immer noch herstellen, ein Material wählen. Und das Programm laden. Ich habe keine Ahnung wo, ich habe keine Ahnung wie. Nachdem wir nun an der Verarbeitungsbank Pfeile herstellen können, lass uns an der Werkbank einen Bogen anfertigen. Wieso krieg ich das jetzt? Um die für den Bogen benötigten Steine zu sammeln. Da brauchst du noch Steine für. Denn das... okay. Aua. So, Bogen... Du
Du solltest es besser für den Kampf gegen Feinde gerüstet sein, aber sei vorsichtig, denn sie werden nachts aktiver. Mit dem Baumenü errichte ein Lagerfeuer, um die Nacht unbeschadet zu überstehen. Ein Lagerfeuer. Aua. Wiederbelebungspunkt. Was? Ah, geh mal ans Lagerfeuer ran. Ja, aber du hast Wiederbelebungspunkt. Ja, habe ich jetzt geändert. Kannst du Wiederbelebungspunkte, wenn du besiegt wirst. Als nächstes stellen wir ein Schild. Hierfür benötigen wir Rinde. Ah, errichte eine weitere Verarbeitungswerkbank und stelle Rinde her. Ach, siehst du, dann wird die doch hergestellt. Ach, was mache ich denn? Eine weitere Verarbeitungswerkbank. Hier. Kann ich die nicht einfach hier auf unseren Platz stellen? Das ist so bescheuert. Hallo, du sollst sie einfach auf den Platz draufstellen. Wir haben doch hier genug Platz. Die fehlende Material. Ach so, ich brauche mehr. Ach so. Ach, wieso drücke ich da immer drauf? Ich muss mehr Bäume umnieten. Okay. Kann ich da jetzt auch was mit kochen mit dem Lagerfeuer? Nee, ne? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich nur der Spawnpunkt, weil mit E kannst du ja nur... Ausruhen kann man sich da. Ach, man kann schlafen daran. Wenn du jetzt auch, könnten wir die Nacht überspringen. Ich hoffe, dass ich nach dem Baum hier genug habe. Kann man irgendwie das... Kann man... Was ist jetzt los? Kann man irgendwie das Holz, kann man das Inventar aufteilen? Nee, ne. Nee. Okay, ich hab genug. Och, ey. So. Zack. Und ausruhen. Zeigt aber an, dass ich der Einzige bin. Ja, Moment. Guten Morgen, mein Buddy ist schon wieder am Arbeiten hier, dieser Stadtbuddy. Der so. Macht die Holzbretter. Ja, dein Buddy soll hier mal weggehen. Ich kann da sonst nichts. So, kann ich doch. Aua! Du hast den da. Was machst du da? Baue eine. Und erstelle Rinde. Was soll ich denn da mit Rinde erstellen? Achso, okay. Zack, wir brauchen. Achso, jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr. Oh. Das ist pure Grindarbeit hier. Das ist ja langweilig. Geh weg da, Wolf. Ganz Zeit. Jetzt nimm den blöden Pilz. Ich muss den Baum hacken. Oh, kann man da irgendwo seine Ausdauer erhöhen? Ich glaube, wenn, dann über die Punkte, oder? Das ist ja richtig nervig. Du kannst doch nicht mal einen Baum durchfällen, ohne dass die komplette Ausdauer unten ist. Das ist so ähnlich wie in den Anfängen hier von... Ach, wie hieß das nochmal? New World hier. Da hast du am Anfang auch immer so wenig Ausdauer gehabt. Hm. Irgendwie total. Oh, die haben wirklich Kalkstein. Da kommt gerade ein Wolf auf. Ich mach den mal platt hier. So. Wo muss ich? Da muss ich. Rinde. Das ist nicht dein Ernst, dass wir immer nur eine Rinde pro Vorgang machen können. Oh, kannst du den mal wegmachen? Oh, ich komme hier nicht raus. Scheiße. Warte, warte, ich mach jetzt. Ich konnte hier nicht rausgehen, weil ich hier am Fertigen war. Was ist denn das für ein Mist? Oh, ne, jetzt kommt nicht der... Oh, ne, jetzt bin ich immer noch draußen. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Oh, Mann. Steine habe ich noch genug. Wo brauchst du die denn? Auch einen Stein, um dieses Schild zu bauen. Werkbank hier, oder? Ja, ja.
ist drin. Ist das noch da drin, dieses Schild? Ja, ne? Nee, das musst du jetzt herstellen. Ich habe da jetzt nur einen Stein reingetan. Wie viel, ach so, wie viel Rinde brauchst du für den Schild? Eine. Ich habe nur eine gemacht. Grade. So, toll. Ich war schon an der zweiten. Und wie kann man das Schild jetzt benutzen? Ach, für ein Steinschild. Gab es da Unterschiede? Du musst I drücken und dann musst du den wahrscheinlich in die Hand, denke ich mal, reintun, oder? Ja, in die Hand. Wie in die Hand? In die, boah, in die Hand. Achso, da. Ja, alles klar. Okay. Ich drücke hier immer das Falsche. Während du ein Schild hältst, aber das ist doch kein Blocken. Rechts sollst du eigentlich blocken, aber das ist doch kein Blocken. Klicke mit der rechten Maustaste, um feindliche Angriffe abzuwehren und den erlittenen Schaden zu verringern. Du hast nun die ersten Schritte deiner Vorbereitungen zum Besiegen der Bugmonster abgeschlossen. Bugmonster sind mächtige Feinde. Daher wird empfohlen, Rinde mit Hilfe von Grammys in Massenproduktion herzustellen, okay, um robuste Rüstungen zu erstellen. Das Schicksal dieses Projekts liegt in deinen Händen. Dann mache ich mit dem Grammy jetzt Massenproduktion. Damit ist das Tutorial abgeschlossen. Ah, sehr schön. Dann können wir jetzt endlich selber was herstellen. Und raten wir sowieso nicht. Wir brauchen 5-mal Rinde und Kupferbarren für den nächsten. Ja, nee, ist klar. Hast du dir eigentlich so einen Leuchtring jetzt mal gemacht? Nein, weiß ich nicht, wie das geht. Ja, einfach nur die Materialien reinmachen. Hast du eine Spore? Ich hab nix. Davon habe ich jede Menge. Ey, guck mal, ob du so eine grüne Spore hast. Wo ist er denn jetzt? Grüne? Ja, die habe ich. Die habe ich, glaube ich. Ja, dann tu die mal rein. Dann immer. Du meinst dieses Siegel des Gründenders? Nee. Ja, guck doch mal hier rein, dann siehst du, wie die aussehen. Ja, die habe ich. Da habe ich 8 Stück von. Oh ja, dann kannst du die ja direkt füllen. Aber Steine habe ich nicht. Ja, Steine kann ich rein. Ja, tu die doch erstmal rein, dann kann ich die Steine reinmachen. So, machst du dir den Ring? Und dann tust du den, wo habe ich den? In der Mitte unten habe ich den. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, der geht nur in der Mitte unten. Pfeile habe ich auch schon da reingemacht. Aber hast du dir schon Klamotten gemacht? Nee, du hast ja, das sind diese hässlichen Dinger, die ich anhab. Ja, die Originale sahen viel schöner aus. Mit Wildschweinhaut und noch irgendwas. Ah, da hinten. Nee, das ist ein Wolf. Ich wollte gerade auf Wildschweinjagd wieder gehen, aber also irgendwie sind die hier sehr rar in der Ecke, ich weiß auch nicht. Pass auf, hast du da eins reingetan jetzt? Da brauchst du 10 Rinde für. Ach, hier schaut. Nee, ich habe die da drunter. Ich habe die nicht so teuer ist, gemacht. Wie nicht so teuer ist? Wo du keine Rinde für brauchtest, weil ich hatte da noch keine Rinde. Du wirst ja immer besser hier. Die hier habe ich erstmal gemacht. Die wird ja besser sein als das, was also wir jetzt die Holzrüstung tragen. Hast du gemacht oder was, ne? Ja, pass auf, ich mach dir einmal. Nee. Ja, doch, das habe ich ja noch. Einmal Wildschweinhaut fehlt aber noch. Achso, die hast du. Die hatte ich, ja. Und dann muss ich mir aber noch die Hose machen, ne? Jetzt haben wir natürlich immer noch keine Bäume großartig. Ich guck nochmal, dass wir noch ein bisschen mehr Holz holen hier. Ich hab keine Wildschweinhaut und Holz. Ah, die Sporen sind von dem Pilzen auch. Ja. Also vom Spielerischen her fühlt es sich so ein bisschen an, als würde ich Minecraft spielen. Auch so die Grafik ist jetzt auch nicht so die dollste. Das sah irgendwie im Video doch ein bisschen besser aus. Ja, aber das würde ich sagen, ist noch okay. Also es geht noch, oder? Ja, also das nimmt jetzt nicht das Spielevergnügen, sagen wir es mal so. Es ist halt nur, man merkt halt einen riesigen Unterschied, so gesehen, ne? Die Boxen sind auch nicht verbunden, wenn wir was craften, ne? Nee, glaube nicht. Das ist auch doof. Du musst es ja auch immer reinlegen in das Ding, das finde ich auch so blöd. Ja, also... Er zeigt dir zwar an, wie viel du hast, aber du musst es halt reinlegen, ne? Das sind auch wieder so Sachen, wo ich jetzt sage, das haben so viele Spiele besser gemacht, das könnte Omega Crafter wesentlich besser machen. Ganz blöd gesagt, ja, ich weiß, ich muss es jetzt vergleichen, weil es halt eins der letzten Spiele ist. Palworld zum Beispiel. Du legst was in eine Box rein, du hast halt diesen einen Bereich, wo du dich drin bewegen kannst, ne?
Also gut, wenn du zwei Boxen nebeneinander baust, dann kriegst du die Sachen halt nur von dem einen Bereich. Okay, das könnten sie vielleicht auch verbessern, dass man die verbinden kann oder so. Das wäre ganz cool. Aber da ist es logisch aufgebaut, wie bei vielen Spielen. Du machst was in die Box rein und du hast einen gewissen Bereich, wo die Box wirkt. Sogar bei Frontier. Nee, Lightyear, Frontier, so rum. Sogar da ist es ja so. Ich meine, du hast nur einen kleinen Bereich, ne, um jedes Haus rum sozusagen, wo du die Sachen dann aufstellst. Aber du hast diesen Bereich. Weißt du, was ich meine? Hm. Du könntest jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch die Boxen neben den Geräten hinstellen und trotzdem funktioniert das, wenn du da die Sachen drin hast. Und ganz ehrlich, das sind so viele Spiele, die das wirklich gut gemacht haben, wo sich dann auch die Leute mehr oder weniger bedankt haben, dass man es so gemacht hat. Wieso hat man es hier jetzt anders gemacht und ist wieder so 5 Schritte zurückgegangen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da muss ich ehrlich sagen, von vielen Kleinigkeiten, ja klar, es ist eine Early Access, ne, darf man jetzt nicht vergessen. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kann man das dann irgendwo vielleicht mal angeben oder so. Oder man schreibt es dann halt in als Bewertung rein. Ich hoffe, dass die sich das durchlesen und ich hoffe, dass die dann auch was daran tun, im positiven Sinne, ne? Dass die das dann verbessern. Das will ich denn noch gar nicht absprechen. Ich finde es halt nur schade, dass an so einfache Sachen, die halt viele Spiele schon lange drin haben, dass da nicht drüber nachgedacht wurde. Das finde ich halt schade. So ja. Ist es noch okay. Ich kann mir zwar absolut nicht vorstellen, mit dem Ding zu kämpfen gegen so einen Boss. Weil es soll ja, die machen ja Werbung damit. Ich weiß nicht, ob sie es selber geschrieben haben oder ob das andere geschrieben haben. Dass das, ja, wie hieß es, eine Mischung aus Palworld und Valheim. Ich hoffe nicht, dass es so schwer ist, sagen wir es so. Also ich merke das an der ganzen Benutzbarkeit, das ist so ein bisschen echt Valheim, muss ich sagen, so die Welt. Und das mit diesen Bossen, da den du da spawnen musst vorne, ne? Das ist genau Originalmechanik von Valheim. Ja, wobei du das ja auch bei Grounded hast, muss man dazu sagen. Da konntest du ja aber auch nicht Bosse so, das spawnen. Ist anders. Nee, es ist anders gemacht, das ist aber anders. Ah nee, das ist ein Wolf da hinten. Ach, du siehst das auch unheimlich schlecht. Du hast eine unheimlich schlechte Schärfentiefe. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Gesehen habe ich nichts. Aber ich kann zum Beispiel, also ne, im wahren Leben guckst du ja und dann siehst du bis hinten durch. Jetzt auf einmal wird es ein bisschen schärfer. Es ist irgendwie seltsam. Jetzt ist es wieder total unscharf. Ich weiß auch nicht, wovon das abhängig ist. Keine Ahnung. Und du hast den ersten. Ah. Ich habe Herstellmaterial 1 gefunden, glaube ich. In der Programmierliste. Ja, genau. Für die Herstellung meine Verarbeitungsbank. Ja. Er hat jetzt automatisch die Verarbeitungsbank genommen. Das war aber nicht das, was ich ausgewählt hatte. Ah doch, das ist falsch rum hier drin. Okay. Dann ist das mein... Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal Holz 3. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Und Behälter für die Rinde mache ich jetzt... Ah, nee, kannst du nicht in Holz 3 reinmachen, ne? Da muss ich einen eigenen Behälter machen. Alter, ist das dann... Ich kann das nur hier unten vors Lagerfeuer stellen. Was ist das für ein Schwachsinn? Nein, du musst es neben den Dings hier stellen. Neben deine Verarbeitungsstation. Musst du dich hinstellen. Moment. Sonst rennt der zu sehr rum. So, meine Verarbeitungsstation. Da soll er Holz rausholen. Und da soll er die Rinde reintun. Zack. So. Jetzt. Was hat der jetzt mit der Rinde gemacht? Das ist jetzt die Frage. Die hat er jetzt immer auf den Boden geworfen, oder wie? Also meine Rinde tut er in meine Kiste hinten rein. Ich habe deinen aber auch nicht programmiert. Nee, den habe ich programmiert. So, jetzt rennt er damit rüber. Jetzt hat er das hier reingetan. Aber was hat er mit den anderen gemacht mit der Rinde? Hat er die ins Feuer geworfen oder was? Weil der hat ja eben schon... Nein, die Rinde ist doch hier drin. Eine hat er doch schon reingemacht. Ja, er hat aber schon 5 davor hergestellt. Deswegen frage ich ja. Da war die Box aber noch nicht da, weil du kannst den Mist hier nicht vernünftig hinbauen. Nein. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht so machen kann, dass es gerade ist, dass man die Fläche dann automatisch begradigt oder sowas. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ich kann hier nicht Kiste neben Kiste bauen, weil das hier halt so scheiße auf dem Berg ist. Also das ist wirklich dämlich gemacht, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall verarbeiten sie jetzt schon die Rinde hier. Das ist schon mal gut. Ja, bei mir auch. Also ich habe auch schon, wie viele Rinde habe ich? Warte mal.
Ich habe schon 24 Rinder habe ich hier drin. Wie viel brauchen wir? Keine Ahnung, ich habe jetzt 3. Also der hat hier 84 Holz noch. Ich glaube, mit einem Holz macht er eine Rinde, ne? Wenn ich das richtig... Ja, genau. Das heißt, der hat auf jeden Fall dann am Ende noch genug für die Rüstung. So, ja. Also ich würde sagen, wir grinden jetzt hier definitiv noch was, damit der Epi noch ein bisschen Rüstung bekommt. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch hin, dass wir uns bessere Rüstung noch holen können. Also wir brauchen auch viel Holz, damit wir den Rinnen herstellen können, ne? Deswegen ja, gehe ich jetzt ich mal... Ja, noch was fragen. Genau, mach jetzt mal die Aufnahme, beende die erstmal. Ja, warte. Bäume fällen möchte ich hier einmal noch reinsetzen. Dann kann er mit Bäume fällen. So. Ja, wir grinden jetzt hier noch eine Weile, gucken, dass wir unsere Ausrüstung noch ein bisschen verbessern. Ich habe jetzt absichtlich die erste Folge sehr, sehr lange gemacht, also dass es rum eine Stunde jetzt ist, damit wir da mal wirklich reingucken können. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was aus diesem Projekt werden wird, ob wir das jetzt weiter aufnehmen, ob wir das vielleicht eher privat mal so ein bisschen weiterspielen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr dazu sehen wollt, wie ihr das Ganze findet, grafisch, spielerisch, erklärtechnisch, was weiß ich was. Schreibt es einfach in die Kommentare, eure Gedanken zu dem Spiel und ja, bei welchem Video auch immer, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.